So, Fragestunde. Nachdem ich immer wieder viele Fragen zum Thema Alpen Academy, zum Thema Bergsteigen und zum Thema, ja, was weiß ich, bekomme, habe ich mir gedacht, ich schreibe mir mal die meisten Fragen davon raus und werde sie heute in einem FAQ beantworten. In einem, vielleicht kommen irgendwann auch nochmal andere FAQs, um eben die restlichen Fragen, die es heute nicht mit reingeschafft haben, zu ergänzen. Aber heute mal so die Fragen, die ich am häufigsten per direkte Nachricht, per Instagram oder auch in den YouTube-Kommentaren oder am Discord-Server gestellt bekommen habe. Ich gehe darauf ein und wenn ihr dann noch weitere Fragen habt, die euch vielleicht für ein zukünftiges Video einfallen, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Also, starten wir los. Frage Nummer 1. Wie bist du zum Bergsport gekommen? Das war insofern ganz ein lustiger Zufall eigentlich. Ich bin als Kind in den Bergen unterwegs gewesen, aber nicht sehr viel. Und bin dann irgendwann dazu gekommen, dass ich später in der Jugend wieder damit angefangen habe und in der Jugend dann erst kleinere Projekte gemacht habe. Dann habe ich mich so ein bisschen an den Hausbergen abgearbeitet. Ich komme ja eigentlich aus dem Flachland und da bin ich dann immer wieder dann auch weiter weggefahren. Gerade als ich dann einen Führerschein hatte, da war ich dann auch weiter weg. Da war ich dann in der weiteren Umgebung und war aber alles immer noch vergleichsweise flach. Und dann später eben mit meiner Partnerin bin ich dann sehr viel unterwegs gewesen. Also ich habe angefangen, habe ich aus der Motivation heraus, dass es cool war, wo oben zu stehen, weit weg zu schauen und zu wissen, dass dahinter irgendwie noch irgendwas ist, was noch höher ist. Und dann kam bei mir eigentlich immer so ein bisschen der Entdeckerwille auf, dass ich gesagt habe, ich will wissen, was dahinter noch ist. Und es war immer so ein bisschen höher kommen und schauen, was ist hinter dem Berg, den ich da vor mir habe, und dann wieder schauen, was ist hinter dem Berg und so weiter, war eigentlich so die Eingangsmotivation und bis heute hat sich das eigentlich nicht so wirklich verändert. Frage Nummer 2. Wie viele 3000er hast du schon bestiegen? Das bin ich jetzt schon ein paar Mal gefragt worden. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich habe nicht alle meine Touren dokumentiert oder beziehungsweise nicht so genau. Es sind schon sehr, sehr viele. Ich weiß es nicht. Es sind unzählige jedenfalls. Kannst du mal ein bisschen was über dich erzählen? Ja, also nächste Woche kommt dazu ein lustiges Video. Also tatsächlich lustiges Video, oder es soll zumindest lustig sein. Und da gehe ich dann tatsächlich mal so ein bisschen auf meine persönlichen Hintergründe ein und wie Alpen Academy eigentlich funktioniert und was da dahinter steckt. Und lernt man mich dann mal ein bisschen besser kennen. Und deswegen sage ich da jetzt heute noch nicht zu viel dazu. Freut euch einfach auf nächsten Freitag, da geht es dann mal ein bisschen mehr um das Thema Alpen Academy und wer ich eigentlich dahinter so bin und was dahinter so passiert. Und das schauen wir uns dann nächsten Woche Freitag an, aber nicht so als langweiliges Hallo, mein Name ist Video, sondern es ist tatsächlich ein bisschen lustiger aufbereitet. Führst du ein Tourenbuch? Ja, ich führe mehrere Tourenbücher. Ich führe ein Tourenbuch zusammen mit meiner Partnerin. Das sind dann alle Touren, die ich nur mit ihr mache und alleine nicht. Dann habe ich noch ein Tourenbuch, in dem tatsächlich die großen alpinistischen Projekte, die ich mache, drinstecken, wo wirklich schwierige Sachen drinstehen, die ich gemacht habe bis jetzt. Und das ist natürlich etwas dünner als die Touren, die man so im Alltag macht. Und dann habe ich noch ein Buch für die ganzen Kletterrouten und ein Buch von früher noch, das ich irgendwann quasi abgebrochen habe. Da stehen dann quasi die ganzen Touren drin, die ich noch in meiner alten Heimat gemacht habe. Und ja, im Großen und Ganzen ist es das. Ein einziges Tourenbuch allein finde ich immer so ein bisschen unübersichtlich. Gerade wenn man dann so Mehrseillängen, Alpinklettertouren und sowas macht, ist das immer irgendwie nicht so praktikabel, wenn man verschiedene Sachen macht und davon auch mehr. Deswegen habe ich für unterschiedliche Sachen einfach unterschiedliche Bücher. Und ich finde es cool, wenn man in einem Buch so die ganz großen persönlichen Leistungen drinstehen hat, dann kann man sich da immer wieder dran erinnern und sie gehen nicht so in der Masse der Trainingstouren oder der einfachen Touren unter. Was hältst du von chinesischen Anbietern? Da ging es meines Wissens nach um Ausrüstung, das war unter einem Ausrüstungsvideo. Chinesische Anbieter sind teilweise wirklich, wirklich gefährlich. Ich kann niemandem empfehlen, blind bei Amazon über irgendwelche Dritthändler oder so Material zu kaufen, das nicht zertifiziert ist. Es geht im Prinzip immer nur darum, erfüllt das Ding eine Euronorm oder tut es das nicht? Wenn es das nicht tut, dann ist es einfach gefährlich. Es hat noch nie geheißen, dass ein Produkt definitiv, nur weil es nicht zertifiziert ist, nicht funktioniert. Das heißt aber, dass man sich darüber diesbezüglich nicht sicher sein kann,
Und genau deshalb verwendet einfach nur zertifizierte Produkte, die dementsprechend der Euronorm oder mit der UIAA eine entsprechende Sicherheit bieten, dass diese Dinge dann auch funktionieren, gerade in Bezug auf Karabiner und vor allen Dingen Seile, Bandschlingen. Das alles gibt es aus China viel, viel günstiger, das ist mir schon bewusst. Man sollte aber diesem Drang hier zu sparen definitiv widerstehen und nur auf zertifizierte Produkte zurückgreifen. Ich bin grundsätzlich kein Feind von chinesischen Produkten. Es gibt ganz, ganz viele hochwertige Dinge aus China. Aber bei der Sicherheitsausrüstung, sie muss eben zertifiziert sein. Wo sie dann letztlich herkommt, ist scheißegal. Ich würde auch einen Karabiner aus China, Taiwan, Vietnam verwenden, wenn dementsprechend der durch eine Sicherheitsprüfung durchgekommen ist. Das heißt, die Herkunft ist prinzipiell egal. Es muss vom Material her passen. Wenn ein nicht zertifizierter Karabiner aus Österreich wäre oder aus Deutschland oder aus der Schweiz, würde ich ihn genauso wenig verwenden. Das heißt, chinesische Hersteller per se sind nichts Schlechtes. Sie müssen aber einfach den Sicherheitsnormen entsprechen. Und ich finde es gut, dass sie in der EU so nicht einfach verkauft werden dürfen, als Karabiner dann zum Beispiel zum Klettern, wenn sie nicht die entsprechenden Sicherheitsnormen erfüllen. Und wenn sie das tun, dann landen sie sowieso im Laden und dementsprechend kann man dann auch zugreifen. Das ist das Schöne an der EU eigentlich. Man kann sich in vielen Dingen einfach sicher sein, dass man keinen Scheiß aufgetischt bekommt und vernünftige Materialien verwendet. Was denkst du über Discounter? Ja, das ist ein ähnliches Thema. Ich habe mir überlegt, eine zweiteilige Videoreihe zu machen, größere Reihe zum Thema Decathlon. Decathlon ist meiner Meinung nach einer der bemerkenswertesten Discounter im Outdoor-Markt und gerade bezüglich Bergsport hat der einige interessante Produkte im Angebot und interessante Strategien. Ich werde darauf in dieser zweiteiligen Serie nochmal genauer eingehen. Das wird wirklich spannend. Decathlon ist meiner Meinung nach ein Beweis dafür, dass ganz grundsätzlich gesprochen, dass Qualität auch zu geringeren Preisen funktionieren kann mit dementsprechenden Abstrichen und wie groß die Abstriche sind und inwiefern das dann im Preis-Leistungs-Verhältnis steht, das muss man dann auch immer für sich selber ein bisschen entscheiden, ob das es dann wert ist, da vielleicht das Doppelte zu bezahlen oder so. Grundsätzlich halte ich von Discountern sehr, sehr viel, weil man der Realität auch irgendwo ins Auge blicken muss, dass die ganzen anderen Hersteller, die Hochqualitätshersteller, in Wirklichkeit genau den gleichen Schrott einfach nur anders labeln. Oft, nicht immer, aber oft. Und beispielsweise Discounter in exakt denselben Hallen produzieren wie die super, super teuren Marken. Dieselbe Fabrik sitzt da dahinter mit denselben Materialien. Es wird einfach nur ein anderes Logo drüber gebügelt. Ich habe vor langer Zeit schon mal überlegt, diesbezüglich ein Video zu machen. Das ist gar nicht so einfach, denn hier die Fakten dann letztlich auch belegen zu können, und das ist mir persönlich wichtig, ist wahnsinnig schwer. Deswegen dazu wird es definitiv aber zum Thema Decathlon nochmal ein eigenes Video geben. Machst du Alpen Academy beruflich? Jein. Ich mache die Alpen Academy als eine Art Projekt und dieses Projekt, das kann gut gehen, das kann schief gehen. Ich habe dafür einen zeitlichen Rahmen im Prinzip und innerhalb dieses zeitlichen Rahmens will ich schauen, wie groß ich diese oder wie weit ich das Angebot, das ich habe für euch, verbreiten kann, wie viele Leute sich dafür interessieren, wie viele Leute tatsächlich etwas davon haben. Alpen Academy besteht auch im Hintergrund aus ganz vielen Facetten, die ihr nicht sehen könnt, beziehungsweise die ihr jetzt noch nicht sehen könnt. Das ist teilweise ein bisschen schwierig und deswegen Alpen Academy ist vielschichtig und ja, ich mache es aktuell sozusagen als Berufsprojekt. Und wenn das gut läuft, dann werde ich das natürlich weiterführen, was ganz, ganz großartig wäre. Und wenn es nicht so gut funktioniert, dann eben nicht. Wie würdest du am besten bei Hochtouren anfangen? Bei Hochtouren ist ein vielschichtiges, fast schon philosophisches Thema. Es gibt viele Leute, die aus dem Hochtourenkurs aussteigen und dann letztlich sich fragen, wie kann ich jetzt selbstständig eine Hochtour machen? Ich habe immer noch irgendwie jetzt Angst, ich bin unsicher, ich weiß nicht, da ist überall Schnee, ich sehe keine Spalten. Das ist auch so ein bisschen das Problem der Hochtourenkurse. Sie sind quasi eine Momentaufnahme von einem Berg und einem Gletscher und einer Situation. Und in Wirklichkeit treffen wir bei den Hochtouren aber auf ganz, ganz viele Situationen. Und was ich in der Vergangenheit gelernt habe, ist, dass es tatsächlich wichtig ist, sich sehr, sehr schrittweise zu steigern, auch wenn man jetzt einen Hochtourenkurs gemacht hat, dass man nicht sozusagen anfängt bei wirklich anspruchsvollen Hochtouren, wo ich vielleicht wirklich durch Spaltenzonen durch muss, weil die Gegebenheiten in den einfach so sind. Und deshalb, man sollte kleine Brötchen backen quasi und dann einfach langsam anfangen.
Was? Nein. Doch. Was war dein Maximum an Höhenmetern bei einer Tagestour? Weiß ich nicht. Ich glaube, das allermeiste, was ich schon mal im Aufstieg gegangen bin, waren so 3000. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann es ehrlich sagen, irgendwas über 3000 auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht mehr, wie viel. Weiß ich nicht. Wie viel kostet deine komplette Ausrüstung? Also, wie viel das alles hier kostet, ich weiß es nicht so genau. Wenn man das alles neu preismäßig kaufen würde, zu genau den Preisen, die sie damals gekostet haben, teilweise sind die Dinger ja auch schon etwas älter. Also wenn man die gesamte Ausrüstung, die ich besitze, das hier plus die ganzen Kästen da drüben, zusammenrechnen würde, inklusive, da ist jetzt dann die Ausrüstung von meiner Partnerin auch dabei, dann würde ich schon sagen, dass man sich, wenn man das alles für den Neupreis verkaufen würde, schon ein schönes Auto kaufen kann. Also so ein schönes, lautes, schnelles. Aber das ist eben, so wie die einen eben ihr Geld in ein schönes, lautes, schnelles Auto stecken, so stecke ich mein Geld eben in das hier. Ich brauche die Dinge ja auch irgendwo und hätte ich das nicht, könnte ich das hier alles nicht machen, quasi. Also insofern macht es für mich dann auch letztlich irgendwo Sinn, aber ich weiß schon, man redet sich das manchmal dann auch etwas schön. Es ist auf jeden Fall eine riesige finanzielle Last, aber die kommt eben über die Zeit zusammen. Es sind eigentlich immer kleinere Ausgaben und dann kauft man sich hier wieder ein bisschen was nach und ich glaube, ich muss das niemandem erzählen. So ein bisschen, da braucht man dann mal wieder Expressschlingen oder Keile oder Bandschlingen und so weiter und dann sortiert man auch immer wieder was aus und gerade bei den Schuhen, da kommen immer wieder neue dazu, sind noch ausgelaufen, wieder neue und so weiter. Also das ist schon richtig, richtig viel Geld, das man da langfristig investiert, aber es kommt halt auch immer drauf an, wenn ich was davon habe, dann macht es ja auch Sinn. Andere kaufen sich 5000 Bücher und haben 1000 Lexika im Regal stehen, andere kaufen sich ein schönes Auto, wieder andere, ja, weiß ich nicht, investieren ihr Geld in einen teuren Fernseher und so und das habe ich eben alles nicht und ja, so. Also man kann schon sagen, hier steckt genug Geld drin. Bist du Bergführer? Nein, ich bin kein Bergführer. Ich habe ein kleines persönliches Problem mit der Berufsgruppe Bergführer. Nicht mit den Bergführern als Menschen, aber mit Bergführern per se. Als Berufsstand habe ich ein großes Problem, deswegen bin ich kein Bergführer. Ich habe auch eigentlich gar kein großartiges Interesse daran, Bergführer zu werden. Ich werde die Ausbildung wohl oder übel in kommender Zeit anfangen und beziehungsweise machen, weil es für mich aus unternehmerischer Sicht interessant ist. Es gibt in Österreich ein paar bürokratische Hürden, die mit dieser Ausbildung leichter zu erfüllen sind. Sie könnten auch über andere Umwege gemacht werden, ist aber genauso umständlich. Deswegen der leichteste Weg, um im Bürokratiechaos Österreich sich in die Richtung, in die ich mich entwickeln möchte, zu entwickeln, ist es eben diese Bergführerausbildung zu machen. Und deswegen werde ich sie wohl oder übel irgendwann machen, aber so richtig interessiert daran bin ich eigentlich nicht. Magst du in Zukunft auch etwas persönlichere Inhalte ohne Skript und Co.? Das hier ist ein Inhalt ohne Skript und Co. Tada! Ich hoffe, es reicht. Mehr kommt nicht. Nein. Also ich mache in Zukunft auch Inhalte, die nicht so geskriptet sind. Also der Grundlagenkurs, also diese Kursinhalte, die sind geskriptet, mehr oder weniger geskriptet, weil sie möglichst hochwertig sind und weil sie möglichst hilfreich sein sollen. Viel Blablabla, so wie jetzt hier, das ist einfach nicht so hilfreich für die Leute und deswegen stecke ich da meine Energie dann da wirklich nochmal mehr rein. So persönliche Inhalte, so spontane Videos und so, kann ich mir gut vorstellen, dass ich das in der Training für die Bergreihe jetzt mehr machen werde, so wie ich das ja auch vor einigen Tagen schon mal gemacht habe oder vor einigen Wochen schon mal gemacht habe, dass ich euch so ein bisschen in Trainingseinheit mitnehme. Jetzt aktuell bin ich sehr ernsthaft verletzt mit meinem Bein. Das heißt, aktuell sind diese spontanen Bergsteigen-Videos eh nicht drinnen. Insofern schauen wir mal, was die Zukunft bringt, was da jetzt kommt. Und grundsätzlich bin ich aber definitiv ein Fan von persönlicheren, spontaneren Inhalten. Das kommt aber auch darauf an, ob es euch gefällt. Das heißt, wenn euch solche Inhalte interessieren, schreibt sie gerne in die Kommentare. Dann werde ich da eher mal darauf eingehen, als wenn es wirklich niemanden interessiert. Möchtest du über die Alpen Academy mal Kurse anbieten? Ja, auf jeden Fall. Aber das Problem ist einerseits eben die bürokratische Hürde hier in Österreich und ich werde auch nicht diese typischen Kurse anbieten, die es eh schon tausendfach gibt, weil ich finde diese Kurse schlecht. Nicht alle, aber ich finde einen Großteil der Kurse sehr, sehr schlecht und ich habe viele Kurse gemacht, insofern weiß ich, wovon ich rede.
Ich finde, ein paar Konzepte habe ich im Kopf, die deutlich, deutlich besser wären als das, was es heute am Markt gibt. Die werde ich natürlich nicht irgendjemandem schenken, sondern die werde ich dann selber umsetzen, weil ich sie cool finde. Aber so wie heute Bergsteigen gelehrt wird, finde ich das falsch. Und deswegen möchte ich diese Problematik aufbrechen. Und deswegen, ja, es wird irgendwann mal Kurse geben, aber nein, nicht so, wie man sich das jetzt vorstellt mit Hochtourenkurs und Alpinkletterkurs und so weiter. Ich finde, das vermittelt Bergsteigen überhaupt nicht. Ich finde, da braucht es ganz, ganz andere Ansätze und deswegen wird es da was anderes geben, aber das, ja, das dauert noch ein bisschen. Welche Expeditionen hast du im Jahr 2021 vor? Das war bis vor einer Woche eigentlich noch ein großes Thema für mich. Jetzt habe ich ein Problem mit dem Knie und zwar eins, das wahrscheinlich operiert werden muss und dementsprechend weiß ich jetzt nicht so ganz, ob nicht viele Projekte umfallen und auf 2022 verschoben werden müssen. Grundsätzlich will ich nicht zu viel über meine Projekte sagen. Manche davon sind gesponsert oder wären gesponsert und deswegen halte ich mich da gerne ein bisschen bedeckt. Nicht, dass es, also, weil ich eben weiß, dass es in dieser Szene sehr viel Konkurrenzdenken gibt und sehr viel den Ansatz, dass man gegenseitig versucht, sich auszustechen und so. Und wenn ich da jetzt großartig darüber rede, dann heißt es dann wieder, ja, der macht das nicht oder das ist Ankündigungsalpinismus und sowas finde ich einfach nicht cool. Deshalb möchte ich mit den Dingen einfach so lange für mich bleiben, bis ich sie tatsächlich umgesetzt habe und dann präsentiere ich sie auch in der Öffentlichkeit. Hast du alpinistische Vorbilder? Ja, auf jeden Fall. Ich habe alpinistische Vorbilder in gewissen Bereichen. Ich tue mir grundsätzlich sehr schwer mit Vorbildern. Ich mag dieses... Jeder Bergsteiger, jeder Alpinist hat irgendwo seine eigenen Charakterzüge, mit denen ich persönlich nichts anfangen kann. Aber grundsätzlich picke ich mir einfach die Charaktereigenschaften und die Ideen und Ansätze von den Alpinisten raus, die ich cool finde. Und da gehört zum Beispiel unter anderem Uli Steck dazu, der ja leider schon verstorben ist. Der hatte wahnsinnig tolle Ansätze, den Alpinismus so zu gestalten, wie ich mir das auch vorstelle, sportlich, schnell, leicht, einfach, abgespeckt und alpinistisch betrachtet und nicht in großen Expeditionen angelegt. Ich fand diese Ideen und diese Ansätze immer sehr, sehr großartig. Was das Risikoverhältnis betrifft, bin ich nicht so ganz auf einer Meinung mit ihm oder mit seinen Ansätzen. Da habe ich dann doch wieder andere Leute, mit denen ich mich eher identifizieren kann oder die ich eher interessant finde, wie zum Beispiel Steve House, der doch deutlich sicherer unterwegs war und trotzdem sehr alpinistisch. Insofern, es gibt schon ein paar Leute, die ich verfolge und die mich von ihren Ideen und von ihren Projekten her sehr, sehr interessieren und die kann man durchaus als Vorbilder bezeichnen, auf jeden Fall. Hattest du schon mal richtig Angst in den Bergen und wenn ja, wann? Hatte ich schon mal richtig Angst? Ja, auf jeden Fall. Konkretes Beispiel. Ja, also Angst ist sowas, das hat man immer wieder mal. Natürlich, es gibt die ganzen Profis unter euch, die wissen natürlich, Angst hat man nicht, gibt es gar nicht, nie. Gibt auch nie Situationen, die man nicht unter Kontrolle hat, gibt es auch nie, weil wir sind ja alle Profis, alle. Also ja, es gibt auf jeden Fall Momente, in denen ich auch schon ordentlich Schiss hatte und es gab auch schon einige Momente, in denen ich tatsächlich sehr knapp dem Tod entkommen bin und ich finde, das gehört einfach zum Leben dazu. Man sollte sich danach nicht zu viel damit auseinandersetzen, also man sollte sich da jetzt nicht zu sehr reindenken, sondern einfach froh sein, dass man Situationen überlebt hat. Ich habe schwere Gewitter in den Bergen schon erlebt, da war ich definitiv sehr verängstigt, wenn der Blitz links und rechts neben einem einschlägt und da sind dann auch tatsächlich auch schon mal Leute in der Nähe abgestürzt und so und vom Blitz erschlagen worden und ich habe da Sachen erlebt, die einfach nicht schön sind und da hat man dann natürlich auch Angst. Passiert und es kommt immer öfter vor, je öfter man in die Berge geht und dementsprechend gehört das einfach irgendwo zum Leben dazu. Angst ist was einen am Leben hält. Vorsicht, weil mit Angst kommt irgendwo auch mehr Vorsicht und Vorsicht ist immer ganz schlau, wenn man in den Bergen überleben will. Hast du einen Sponsor? Nein, habe ich nicht. Das spricht vollkommen gegen meine Philosophie. Ich hasse es, wenn eine Marke mir quasi seinen Willen aufzwingt. Ich habe meinen eigenen Willen und ich bin der Meinung, jeder, der sich von einer Marke bezahlen lässt oder das ganze Zeug einfach von denen geschenkt bekommt und sagt, du darfst aber nichts Schlechtes mehr über uns sagen, ist meiner Meinung nach, hat der einfach keine eigene Meinung mehr. Das ist schade, das ist halt einfach
ja, es ist ziemlich, ja, traurig. Also einfach traurig. Wenn man sich so leicht verkauft, wenn man seine eigenen Werte, seine eigene Meinung verkauft, es gibt dann viele, die sagen, nein, machen sie nicht, und dieser Leva-gesponserten oder Dynafit-gesponserten oder Orthovox-gesponserten Athleten, die sagen dann, nein, 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 sie mögen die Dinge wirklich, aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, niemand kann dir mehr glauben. Niemand. Es gibt keine, nur weil du sagst, dass es wirklich so gemeint ist, als Influencer, was ich nicht bin, dann kann dir niemand mehr glauben, dass das tatsächlich deine ehrliche Meinung ist. Auch wenn du das Produkt gut findest, ich kann es nicht wissen. Und damit verlierst du jegliche Glaubwürdigkeit, du bist eine Werbeprojektionsfläche und das geht mir am Arsch und deswegen, fuck off, interessiert mich sowas nicht. Ich sage über jede Marke alles und wenn ich von einer Marke dafür bezahlt werde, dann gehe ich grundsätzlich anders mit ihr um und viele Leute sagen, nein, nein, das ist vollkommen objektiv, das ist Bullshit und das ist einfach so. Und jeder, der mir sagt, nein, 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 er meint das wirklich ehrlich, ja komm. Wie willst du dich später mal finanzieren, wenn du es dir mit allen Marken verscherzt? Anders. Das sind Kleinigkeiten, das sind viele kleine Baustellen, die sich dann letztlich zusammensetzen und dann Sinn machen, aber über die Marken wird das nicht passieren. Das ist einfach eine prinzipielle Sache und ich werde niemals mit einer Marke kooperieren, kooperieren vielleicht schon, aber definitiv nicht im Sinne von, sie schenken mir was, ich mache ein Video darüber und sage, cool, oder ich mache irgendwelche billigen Product Placements. Das wird nie passieren. Wenn eine Marke mit mir zusammenarbeiten möchte und man ein cooles Projekt draus macht, wirklich was Cooles macht, dann sage ich ja, aber sonst nicht über Marken. Kann man sich bei dir für die Arbeit irgendwie revanchieren? Du machst ganz großartige Inhalte. Grundsätzlich schon. Dazu gibt es dann nächste Woche mehr Informationen. Da wird ab nächster Woche dann was Neues kommen und ich finde das ganz cool, wenn Leute sagen, sie würden mich gerne irgendwie unterstützen. Ich finde das ganz, ganz großartig und danke, sag hier an dieser Stelle auch schon mal wirklich Dankeschön dafür. Dazu wird nächste Woche dann etwas kommen und ich freue mich schon drauf und bin gespannt, wie ihr das findet, die Idee. Und ich werde euch das erklären. Ich bin da 100% transparent und dementsprechend gibt es da noch nichts zu verstecken und ihr könnt dann für euch selber beurteilen, wie ihr das findet. So, kann man mit dir gemeinsame Touren machen? Ja, auf jeden Fall. Jetzt gerade nicht. Wie gesagt, jetzt gerade habe ich wahrscheinlich eine Operation vor mir, aber grundsätzlich sehr gerne, grundsätzlich auf jeden Fall. Man muss sich einfach nur bei mir melden und wenn man hier im Tiroler Ländle irgendwas umsetzen möchte, dann meldet man sich einfach bei mir und wir machen was Cooles. Je nachdem, was ihr eben machen wollt, Hochtouren, Klettern, Alpinklettern, Wandern, whatever, ich bin bei allen dabei. Was war deine schönste Bergtour in deinem Leben? Oh, da gab es viele. Da gab es wirklich viele. Meine aller schönste Bergtour. Ich glaube, das war tatsächlich letztes Jahr im Mai, Zugspitze. Also viele Leute glauben immer, dass die höchsten Berge die schönsten Berge waren. Das finde ich absolut nicht. Es war schon auf vielen hohen Bergen. Reizt nicht so. Zugspitze. Zugspitze letztes Jahr Ende Mai. Das war eine unglaubliche Erfahrung. Einerseits natürlich oben dann wahnsinnig tolles Wetter und wunderschön und es war noch sehr eisig und verschneit. Andererseits auch die Route, die wir da gewählt haben und das Erlebnis, das dahinter gesteckt ist. Und das, was die Erfahrung, die Gesamterfahrung, dass wir da dann eine komplett andere Route ausgestiegen sind. Wir sind vom Weg komplett abgekommen, weil wir eine ganz andere Situation vor uns hatten, als wir das erwartet haben. Wir waren komplett alleine, es war vereist, es war verschneit, es war unglaublich anspruchsvoll und das hat auf jeden Fall einen riesen Reiz gehabt und war wahrscheinlich definitiv unter den Top 5. Die eine schönste Bergtour habe ich nicht. Je einsamer die Tour ist und vor allen Dingen je exponierter und gefährlicher sie ist, desto schöner ist sie im Endeffekt für mich auch, wenn ich eben wieder runterkomme. Also wenn ich natürlich abstürze, dann ist sie nicht so schön, aber jede Tour, die ans Limit geht, ist für mich noch schöner als die Tour zuvor quasi. Wie viel trainierst du in den Bergen? So, letzte Frage. Ich trainiere sehr viel. Normalerweise, wenn ich nicht verletzt bin, trainiere ich so 6-mal die Woche. Unterschiedliche Dinge, Klettern, Laufen, Berglauf und Bergsteigen. Und das kombiniere ich immer wieder und würfel ich so zusammen, wie ich es für meine
Projekte eben brauche. Und wenn ein Projekt eben mehr Klettern voraussetzt, dann klettere ich eben mehr und fokussiere mich mehr darauf. Wenn ein Projekt mehr Schnelligkeit oder Ausdauer voraussetzt, dann konzentriere ich mich eben darauf. Aber grundsätzlich findet Training für die Berge immer 6-mal die Woche statt, aber eben in unterschiedlichen Rahmen. Und ja, manchmal hänge ich dann eben mehr am Hangboard oder manchmal bin ich dann mehr klettern und manchmal bin ich dafür dann mehr am Berg unterwegs mit den Laufschuhen oder so. So, ich hoffe, ihr konntet ein paar eurer Fragen jetzt hier beantwortet sehen. Wenn euch solche FAQs gefallen, schreibt mir gerne noch mehr Fragen in die Kommentare, weil alles, was euch interessiert, ist mir ganz gleich. Ich beantworte euch alles. Nächste Woche Freitag gibt es dann ein kleines lustiges Video zum Thema, wer bin ich eigentlich und was mache ich eigentlich? Und was ist eigentlich dieses Alpen Academy, das immer mehr Leute anschauen. Ansonsten sehen wir uns am Dienstag im Grundlagenkurs oder sonst irgendwo Podcast. Ich mache ja ganz viele lustige Sachen. Bis zum nächsten Mal, wie immer. Eine wunderschöne Zeit und Herr Kalle.